Erwerbsminderungsrente rückwirkend bewilligt, muss ich das Krankengeld zurückzahlen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein besorgter Kunde fragte uns an, er hat ein Problem mit seiner, also mit seiner Krankenkasse oder zumindest mit seinem Krankengeld und denkt, dass er möglicherweise hier Krankengeld zurückzahlen muss. Und zwar geht es da um Folgendes. Er bekommt seit Mai 2019 Krankengeld von seiner Krankenkasse und das sind rund 1.500 Euro monatlich. Im Oktober 2019 hat er eine Reha gemacht und nach der Reha einen Antrag auf die Erwerbsminderungsrente gestellt. Und dann still ruhter See und jetzt im Mai 2020 kam dann der Bewilligungsbescheid für die Erwerbsminderungsrente und zwar rückwirkend zum 1. Oktober. Und die Erwerbsminderungsrente beträgt monatlich rund 1.300 Euro, ist also 200 Euro niedriger als das Krankengeld. Da war seine Frage, ob er jetzt die Differenz von dem höheren Krankengeld zu der niedrigeren Erwerbsminderungsrente an die Krankenkasse zurückzahlen muss. Bei ca. 8 Monaten sind das gute 1.600 Euro. Nein, müssen Sie nicht zurückzahlen. Ihre Sorge ist da unbegründet. Denn im § 50 Absatz 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 5, das ist für die Krankenversicherungsrecht, die Vorschrift, verhindert, dass Sie das Krankengeld zurückzahlen müssen, wenn Sie rückwirkend eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Das heißt also, in diesem Fall holt sich die Krankenkasse den niedrigeren Betrag der Erwerbsminderungsrente wieder zurück. Da Ihnen aber das Krankengeld ja rechtlich zustand, dürfen Sie selbstverständlich das volle Krankengeld behalten. Also für Sie ändert sich praktisch de facto nichts mehr. Und wenn das Krankengeld ausläuft, bekommen Sie ja dann danach nahtlos die Erwerbsminderungsrente. Und im umgekehrten Fall ist es ja auch so, wenn Ihr Krankengeldanspruch niedriger war, also zum Beispiel Sie haben 200 Euro weniger Krankengeld bekommen als die Erwerbsminderungsrente, behalten Sie natürlich Ihren Krankengeldanspruch, aber Sie kriegen die Differenz von dem niedrigeren Krankengeld zur höheren Erwerbsminderungsrente als sogenannte Rentennachzahlung ausgezahlt. Das ist die Rechtsfolge aus dem § 50 SGB 5. Diese Rechtslage zugunsten der Erwerbsminderungsrentner ist mit einem Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 1992 schon bestätigt worden. Der Versicherte muss den Spitzbetrag nicht an die Krankenkasse zurückzahlen. Spitzbetrag ist die Differenz zwischen dem Krankengeld, dem höheren Krankengeld und der niedrigeren EM-Rente. Denn beim Krankengeld handelt es sich um eine zu Recht bewilligte Sozialleistung, auf deren rechtmäßigen Bezug der Versicherte vertrauen kann. So die Worte der BSG-Richter. Daher müssen sich im Regelfall die Versicherten in einer solchen Sachlage keine Sorgen machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.